Ein weiteres Kapitel des Krieges in der Ukraine wurde letzte Woche aufgeschlagen. Die Medien sprechen von einer Invasion. Die NATO untersucht die Lage derzeit noch. Hat nun aber Russland das Recht, eine starke Militärpräsenz in der Ukraine aufzubauen, ohne dass es Krieg genannt wird? Wir sprachen mit dem Kirchenhistoriker Pater Athanasius McVeigh, einem Katholiken des östlichen Ritus mit ukrainischen Wurzeln. Er veröffentlichte vor kurzem ein Buch über die griechisch-ukrainische katholische Präsenz in Kanada. Der Leiter dieser Untersuchung war Bischof Nikita Butka, der Gründer der größten ukrainischen Diözese der Welt außerhalb des ursprünglichen Territoriums. Seit der Unabhängigkeit und dem Fall der Sowjetunion wurde die Ukraine, wie andere Länder, zeitweilig von dem Russischen Reich okkupiert. Jedes Land aber möchte sein eigenes Schicksal und Zukunft bestimmen, und so ist die Ukraine momentan mit Russland im Krieg. Russland ist in die Ukraine regelrecht eingefallen und versucht, die ukrainischen Bemühungen zu untergraben, aus Eigeninteresse. Russlands Präsident Wladimir Putin war letztes Jahr in Rom Papst Franziskus begegnet. Er unterstützt die russisch-orthodoxe Kirche, während Katholiken und andere christliche Gemeinschaften aus den von Russland kontrollierten Territorien hinausgetrieben werden. Pater Athanasius erklärt, dass Putins Unterstützung einiger Christen mit Vorsicht zu genießen sei. Der Westen ist heutzutage in einem gewissen Sinne, eigentlich in vollem Sinne, sehr antichristlich geworden, und viele Menschen sind mit der Politik des Westens unzufrieden, besonders wenn es um Moral, Lebensrecht und Ehe geht. Sie sehen antichristliche Bewegung, aber verstehen Putins Rhetorik als positiv, die allerdings nur anti-westliche Rhetorik ist. Was auch immer im Westen geschieht, nimmt Putin zum Anlass, um dagegen zu steuern und die Macht auf sich zu konzentrieren. Beispielsweise hat Russland eine unglaublich hohe Abtreibungsrate und einige Stimmen sagen, sie sinke. Man muss aber an die globale Dimension denken. Auf der einen Seite unterstützt Russland Pro-Life-Überzeugungen, auf der anderen Seite entsendet das Land Guerillakämpfer in andere Länder, um Hunderte und Tausende von Menschen zu töten. Das ist keine besondere Pro-Life-Agenda. Gleichzeitig befinden sich die griechischen Katholiken in der Ukraine in einer sehr schwierigen Lage, die laut Pater Athanasius in erschreckender Weise der Verfolgung seit den 20er Jahren ähnelt.